Moin, meine Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen in diesem Video oder wann immer ihr die, die, ja, die das Video auch schauen mögt. Steigen wir ein in die, West, in die Welt der Investments, ne? Silber, Gold, Aktien etc. und so weiter. Das wird, würde ich sagen, wieder wunderbar auf diesem Kanal. Heute möchte ich ein sehr interessantes Thema ansprechen, was mir wichtig ist. Ja? Ich habe lange, muss ich sagen... Ja, was heißt lange? Ich habe davon Abstand genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, leben und leben lassen. Aber dadurch, dass ich ja sozusagen kein Händler bin, bin ich in der glücklichen Lage, als freier YouTuber ja das auch machen zu können. Und ich werde das auch machen. Einfach nur, weil ich transparent beleuchten möchte. Sind diese Gegebenheiten aktuell in Ordnung oder sind sie nicht? Und da werden wir über das Thema Silber und Differenzbesteuerung und der Umgang mit diesem Thema, ähm, darum werden wir heute sprechen, denn die Händler haben ja natürlich darauf reagiert. Ja, müssen sie ja auch, womöglicherweise, weil wir einfach nicht wissen, wie wirkt sich das ganze Thema bis ja, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer da eine endgültige Entscheidung kommt, würde ich sagen. Na, das ist ja schon so eine Sache, wo man sagen kann, es könnte sich letzten endes ja was was jetzt dieses schreiben vom bmf betrifft ein fake sein es könnte einfach auch ein schlicht ja ein cooler move sein sozusagen ja um Edelmetallhändler vielleicht bewusst, unterbewusst, mit Absicht, unabsichtlich da irgendwie zu pushen, damit die ihre Preise anheben können, weiß man alles nicht. Was da genau dahinter steht, wie gesagt, dass ähm, das BMF-Schreiben betrifft, ne? das Bundesamt für Finanzen, was ja sozusagen diese Rundschreiben rausgegeben hat, dass sich die Differenzbesteuerung mehr oder weniger erledigt hat, ähm, da gibt es einfach noch keine zu hundertprozentige Bestätigung von dem BMF selbst. Ja, Man findet da auf deren Webseite auch dazu im aktuellen Fall einfach nichts. Das ist also nur, also dieses Umschreiben, Rundschreiben so rum vorhanden und damit kann man jetzt arbeiten oder man kann es lassen. So ähm, Aus Sicherheitsgründen und aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich auch haben sehr viele Edelmetallhändler darauf reagiert und entweder die Silberprodukte vorübergehend ganz vom Markt genommen oder eben mit einem gewissen Aufgeld belegt. Und darüber werden wir heute reden, denn nämlich die Seite... Goldreporter, oder? Ist das Goldreporter? Genau, hat dann nämlich dazu nochmal ein Update gebracht am 1.10.2022, so gegen 16 Uhr, ähm, wie sich das ganze Thema denn aktuell so ein bisschen ähm, darstellt. Ja? Hier haben sie geschrieben: hier ein aktueller Angebotsüberblick ausgewählter Edelmetallhändler, Stand Samstag 16 Uhr, aktueller Silberspot 1939. Wir können mal gucken, wie der aktuelle Silberspot im aktuellen Fall ist. Da sind wir bei 19,87, also damit. Ähm, scheint sich zumindest in Euro was zu bewegen, wenn auch gleich man sagen muss, dass sich ein US-Dollar Gold noch nicht wirklich bewegt. Das möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu erzählt haben. Am Wochenende hatten wir 1660,77 US-Dollar und aktuell 1664,95 US-Dollar pro Fahne zu Gold. In Euro allerdings muss man sagen, geht der Goldpreis im Moment ja deutlicher nach oben. Ja, da hatten wir am Wochenende 1694,36 Euro pro Fahne zu Gold, aktuell 1705,37 Euro pro Fahne zu Gold. Ich würde nicht sagen, oh Holla, der Waldfee jetzt ne, ähm, gehen wir ja nächsten Bullen Rally über gemacht 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 ist ein anderes Thema für ein anderes Video sollte diesem Video jetzt erstmal keine Rolle spielen ich möchte einfach mal ein bisschen mit euch ja darüber reden sind diese Aufschläge gerechtfertigt ja und ich werde natürlich auch einige Edelmetallhändler nennen weil ich mich schon in der Pflicht fühle ähm, Preispolitiken zu kritisieren unabhängig dessen wie ich diese Edelmetallhändler finde ja also zum Beispiel die ESG ich äh, bin schon lange auch Gründe bei der ESG, die man hat, zum Beispiel einen aktuellen Aufschlag bei der Britannia von Silbermünzen 2022 im aktuellen Angebot von, also von 53 Prozent. Ja, also ist schon ordentlich. Natürlich sind da auch diese in Anführungsstrichen Mehrwertsteuer mit drin abgegolten. Ne. Man muss ja dann 11 Prozent mehr bezahlen. Und dann muss ich sagen, Holla, für ist ein sportlicher Preis, aber es wird bestimmt Leute geben, die den Preis, letzten Endes sollte das so bleiben, trotzdem bezahlen werden, weil ich habe ja. Ja, in meinem letzten Video schon oft genug ähm, versucht, deutlich zu machen, dass in der Hinsicht Edelmetalle einfach alternativlos sind. Aber was willst du denn machen? Ja, wie willst du dich denn sonst, ähm, sage ich mal, gesund diversifizieren? Ja, natürlich, du kannst Aktien kaufen, du kannst verschiedene Sparten an Aktien kaufen, ob das ETFs sind, ja so also quasi Fonds oder auch ETCs, also Zertifikate oder ETNs, wie auch immer. Ja, du kannst dich da schon diversifizieren, aber diese physische Variante, wäre halt dann zur Hälfte, würde ich sagen mal halbiert, ja, weil du Silber dann nicht mehr kaufst und ausschließlich nur noch Gold. Also insofern gehört Silber meiner Meinung nach definitiv ins Portfolio neben Gold in physischer Form. Und ähm, da spielt ja die Preispolitik meiner Meinung nach in der Hinsicht, wenn man jetzt an die eigene Absicherung Denkt eine untergewichtigere Rolle, würde ich mal so fast sagen. Aber es gibt auch Händler, die dann schon auch deutlich höher gehen, zum Beispiel Heubach Edelmetalle mit klassischen Silbermünzen im Angebot von Maple Leaf 2022 mit einem Aufgeld von über 59, also knapp 60 Prozent. Und da muss ich sagen, das ist schon wow, das ist schon, das ist schon ein sportlicher Preis. Oder aber auch Kettner Edelmetalle mit klassischen Silbermünzen im aktuellen Angebot Maple Leaf 2022 mit über 81,5 Prozent Aufgeld. Ja? Und da muss ich sagen, holla Walfi, wie kommt man zu so einer Preispolitik, ja. Äh, wie gesagt, das heißt nicht, dass ich die, die, dass ich die Händler in dem Kontext blöd finde, ja. Ich fühle mich aber dennoch in der Pflicht, das zu kritisieren, ja, weil ich finde das im aktuellen Fall, ja, wo es ja in gewisser Weise auch um eine gewisse Bindung geht zwischen, zwischen dem Thema Edelmetallhändler, ja, der sein Zeug sozusagen verkaufen will und eben der Community. Ich rede jetzt ganz bewusst nicht von dem Kunden an sich, wobei wahrscheinlich das spielt das auch eine riesengroße Rolle, ja, also die Kundenbindung zwischen Händler und Kunde, aber die Community ist das, was sozusagen das ganze mehr oder weniger abbildet, ja? Und ähm, da finde ich schon, dass das Thema in der Hinsicht meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Das sage ich ganz deutlich. Ich finde diese Preispolitik mit meinen Worten zu nennen, zum kotzen. Und ich frage mich da immer, warum. Ich frage mich da immer, warum, weil ich sehe das Thema jetzt nicht nur zum Beispiel bei Kettner Edelmetall oder bei anderen Edelmetallhändlern, sondern ich sehe das auch in verschiedenen anderen Bereichen. Ja, wenn ich an große YouTuber denke zum Beispiel. Um mal ein Beispiel zu nennen, Montana Black hatte das zeitweise auch mal. Einer der größten Streamer in Deutschland oder ich würde fast sagen, der größte Streamer in Deutschland, der im Prinzip ja eigentlich einen ganz netten und ganz interessanten Content macht, ja, ähm, sich aber dann, und das ist mittlerweile Vergangenheit, aber sich dann sozusagen dazu hinreißt, Casino-Streams zu machen und äh, gewisserweise dann so seine eigene Community vor dem Bock fährt. Versteht ihr, wie ich meine? Also da habe ich so den Eindruck, dass bei vielen Menschen ab einer gewissen Größe, ihr dürft aber gerne... Korrigieren, falls ich da einen falschen Eindruck habe. Ich sage viele, nicht alle äh, Menschen ab einer gewissen Größe. Irgendwie, ja, ich würde nicht sagen, die Menschlichkeit an sich verlieren, das wäre vielleicht die falsche These, aber ich sage mal, vielleicht, äh, wie soll ich das formulieren? Ja, dass anscheinend Geld wichtiger ist, ja. Und ich frage mich immer, warum, ja? Äh, ich meine, man hat einen gewissen höheren Lebensstandard und ich weiß genau, von was ich spreche, weil ich würde mich definitiv auch als ähm, privilegiert betrachten, gerade was dieses Thema betrifft. Aber ich bin ja auch nicht so. Ja? Ich gehe auch nicht raus und äh, ähm, protze nur mit meiner Kohle rum und schaue, dass sich alle Leute sozusagen vor den Karren, Punkt, 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 um noch mehr Kohle zu kriegen. Ja? Also das ist nicht meine Art. Ähm, es scheint aber, wie soll ich sagen, es scheint sich aber ab einer gewissen Größe bei vielen Menschen durchzuziehen, ja? dass man mehr auf... Auf, auf, auf Geld schaut, als wie anders andere, all, all, alles andere so rum. Ja. Kann ich auch verstehen, bis zu einem gewissen Punkt, wenn ich jetzt mal dran denke, ne, ganz klar, Kapitalismus, äh, Markt etc. und so weiter, natürlich ist ganz klar, jeder Händler will auch in eine gewisse Hinsicht einen, äh, einen Gewinn für sich abschöpfen und das ist auch okay. Ja. Also darum geht es ja gar nicht. Ich meine, 53% ist ja eh schon sportliches Aufgeld. Ja. Und da braucht man keinen Edelmetallhändler erzählen, dass er dadurch, auch wenn die äh, Gewinnmarschen relativ Eng gesetzt sind bei einer hohen, bei einem hohen Umsatz, also, ne, um Umsatz von, von Produkten, dass da kein Gewinn hängen bleibt. Braucht man keine Händler erzählen, weil dann muss man einfach ähm, Quantität statt Qualität setzen. Dann setzt man halt mehr um und kommt auf, den, auf die gleiche äh, Menge an Gewinn. Ja, also, das ist ja auch so eine Sache, was äh, viele Portale zum Beispiel machen. Sie eben auf Quantität und auf Qualität setzen und dann quasi äh, ja, die Welt mit ihren Produkten zuknallen. Ja? Das ist hier zum Beispiel Amazon. Amazon macht das in der Hinsicht ganz clever. Sie erweitern ihre, ihr Portfolio immer mehr, mit mehr und mehr und mehr und mehr Produkten, in immer mehr und, mehr und mehr und mehr Sparten und verdienen sich, auf gut Deutsch gesagt, dadurch dumm und dämlich, könnte man fast so sagen. Ja? Ähm, das kann man machen, auch als Edelmetallhändler. Dann erweitert man sein Portfolio oder man bietet von dem jeweiligen gleichen Produkt halt mehr Produkte an, ja, und setzt halt mehr um, ja. Und ich frage mich immer, was ist die Preispolitik dahinter, dahinter? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, um mal bei dem Beispiel bei Kettner Edelmetalle zu bleiben, ja, wäre das, ja. Einer der günstigsten Edelmetallhändler. Mal andersrum gedacht, ja. Gerade mit ähm, seiner Prä Präsenz auf YouTube, ja. Und er ist ja mittlerweile echt kein kleiner YouTuber mehr. Ich, ich weiß noch, wie er noch 5000 Abonnenten hatte. Ja, also ich kenne die Zeiten noch. Ähm. Dann wäre das wahrscheinlich einer der beliebtesten Edelmetallhändler überhaupt in ganz Deutschland. Mindestens, mindestens. Da, da könnte davon ausgehen, dass das einer der beliebtesten, nicht der größte, sondern der beliebteste Edelmetallhändler auf dem, auf dem kompletten Markt wäre, ja. Wenn die Preispolitik anders wäre. Und ich frage mich immer, was ist da bei, bei, bei manchen Edelmetallhändlern die Intention dahinter? Eben solche Preispolitiken zu fahren, das, das begreife ich nicht. Also das, das dürft ihr mir gerne erklären, was da die Intention dahinter ist, weil das ist so eine Sache, das ist einfach in meinen Augen unnötig, ja. Aber wie gesagt, ESG Edelmetalle. Ich bin mir sicher, dass sehr viele von euch die ESG Edelmetalle erkennen werden. Oder aber auch die Digussa, die hat zum Beispiel aktuell keine Silbermünzen im Angebot, schreibt zum Beispiel der Goldreporter. Ja? Oder Myvalor, philoro Edelmetalle, Pro Aurum, wie sie nicht alle heißen, Gold und Co Österreich, Goldvorsorge Österreich. Es gibt ja noch viel mehr Edelmetallhändler. Da könnt ihr gerne mal auf gold.de gucken. Ja, da sind ja alle seriösen, in stehen ja alle seriösen Edelmetallhändler zusammengefasst. Es gibt auch Edelmetallhändler, die trotzdem gut sind und da nicht drin stehen, ja, aber man kann sagen, das ist eine relativ gute Anlage. Auf ähm, Stelle, um sozusagen sämtliche Edelmetallhändler für sich heraus nach, nach Preis heraus zu filtern, ja, also zu staffeln und zu filtern und dann eben zu gucken, wo will man halt da kaufen, so. Ähm, das ist aber trotzdem eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil wie gesagt, guckt dir Amazon an. Amazon fährt eine ganz andere Idee von Marktstrategie und guckt dir an, wo Amazon heute steht. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, Amazon hat ja sogar für eine Milliarde damals Twitch gekauft und guckt dir an, was Twitch heute ist. Twitch ist einer der größten im deutschrahmigen Deutsch ja, im deutschen Raum sozusagen ähm, Streaming-Plattformen, die überhaupt existiert. Und sie ist sogar noch konkurrenzlos, liebe Freunde. ja Das ist, das ist so der kindergedanke des Ganzen. Also man kann auch ähm, Preispolitiken oder Marktstrategien anders fahren. Und wenn jemand so groß ist wie Edel Kettner Edelmetalle, dann hat der auch die Möglichkeit, ähm, Marktstrategien anders zu setzen, gerade eben durch seine YouTube-Karriere und die wirklich gigantisch geworden ist. Das muss man so sagen. Also, er macht ja, er macht ja zeitweise echt richtig gute Videos, ja. Und gerade aus diesem Aspekt heraus, wo jemand so gute Videos macht und dann doch so eine Preispolitik fährt, da frage ich mich: Hallo, was ist jetzt eigentlich genau der Sinn dahinter? Erkennst du in dem Moment deine Möglichkeiten nicht? Das ist so, was ich mich so frage, Weil ich mir denke. Würdest du wirklich, also würde Ketten Edelmetall wirklich eine andere Preispolitik fahren? Holla die Wald für die Wahrscheinlich würde halbe, halb Deutschland, mal ungelogen halb Deutschland, ähm, dem Edelmetallhändler die Bude einrennen. Ja, sicher wäre das der Fall. Ja klar. Ja, warum denn auch nicht? Wenn du da das günstigste, die günstigsten Produkte kriegen würdest, oder meinetwegen mitunter die günstigsten, man muss ja nicht der günstigste sein an sich, ja, aber halt mitunter einer der besten und günstigsten Edelmetallhändler. Ja, Holler der Waldfee. Das, 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 wie gesagt. Also das sind so Sachen, um ähm, aber fairerweise zu sagen, dass das nicht nur Ketten-Edelmetalle Ketten, betrifft, sondern auch viele andere Edelmetallhändler. Es gibt teilweise immer wieder Edelmetallhändler, wo ich mich frage so, hey, äh, was ist jetzt da die Preispolitik dahinter? Ja, Wenn man mal auf gold.de schaut, dann brauchst du die Liste ja im Prinzip nur durchgehen, dann gehst du mal auf äh, Silbermünzen, Silbermünzen kaufen. Aber dann habe ich auch falsch geklickt. Man muss ja auf Silbermünzen kaufen gehen. Und dann sieht man ja genau, wie die Preispolitiken sind. Dann geht man zum Beispiel auf Maple Leaf, weil es einfach die günstigste Produkte im aktuellen Fall ist. ja Und dann geht man mal nach ganz nach unten. Und dann sieht man ja, wie die aktuelle Lage ist, ja. Dann hast du zum Beispiel Koba-Edelmetalle, ja, mit 44 Euro. Oder Silbertressor, Faller Edelmetalle mit 42 Euro. Münzengel, ja, 42 Engel, äh, Euro. Anlagegold 24, 41 Euro, Münzenmüller, 38 Euro. silver 36 Euro und so weiter und so weiter. Und da muss man fairerweise sogar noch dazu sagen: so unwahrscheinlich teuer wie Kettner Edelmetalle in dem Fall wirkt, ja. Aber tatsächlicherweise ist es sogar noch so, dass er laut dieser Liste sich im Mittelfeld befindet, ja, mit 35,60 Euro. Ja. Natürlich kommen dann Versandkosten dazu. Ähm, äh, und ähm, das muss man natürlich dazu rechnen, ja, aber dann muss man da noch sogar sagen, das kann ich euch gerne mal zeigen, da muss ich hier hinklicken, dann ist Kettler Edelmetalle hier sogar noch in der Mitte der Liste angesiedelt, ja. Und das, obwohl wir hier einen Aufschlag von knapp 82 Prozent haben, ja, also hier 79,02 Prozent, ja, bei Kettner Edelmetalle. Wie gesagt, das heißt nicht, dass andere Edelmetallhändler da nicht so sind. Gold Exchange, 72 Prozent hier 85 85 91 Aufschlag 110 115 116 121 Aufschlag ja? und der günstigste ist dann Trotzdem noch bei 40,4% Aufschlag, ja. Und da muss ich, das ist genau das, was ich meine. Da frage ich mich schon, was ist da die Preispolitik dahinter? Und jetzt, vielleicht auch nochmal, um das Ganze mal ein bisschen anders aufzusatteln, kann es auch sein, dass das Ganze ein, ein cooler, ne, was diese Liste betrifft, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, ob das nicht vielleicht auch ein cooler Move ist, ob das irg nicht, irgendwie nicht im Hintergedanken muss ja nicht ein Händler gewesen sein, kann ja auch irgendwer gewesen sein, wobei ich mir sicher bin, dass, dass äh, das definitiv ein äh, Straftatbestand darstellt, wenn man sich als BMF ausgibt und dann letzten Endes nicht so ist. Also würde ich jetzt davon Abstand nehmen, dass das irgendein Händler gemacht hatte, ja. Aber es, wir wissen, dass es genug, sagen wir mal, Leute gibt, die sich zu sowas hinreißen lassen und vielleicht ist das ja auch irgendwie aus deren seinen Gedanken oder ihren Gedanken, wer auch immer das war, ja, wenn das jetzt fake sein soll sollte, ähm, so, so ein Trick, so ein Move, um eben na, die Preise im Silber exorbitant anzuheben, ja, um zu zeigen, wie, wie instabil dieses System wirklich ist, ja, um einfach nur aufzuzeigen, wie instabil ist das eigentlich und wie schnell geht sowas und wie leichtfertig kannst du mit solchen, äh, mit solchen Tricks und mit solchen Moves theoretischerweise den Silberpreis in, so, in, in eine enorme Höhe raufpushen. Ich meine, ich habe es ja gerade vorgelesen, wir reden hier zeitweise von über 121% Aufschlag, ja, nur weil Händler nicht wissen, ist da jetzt was dahinter oder, oder nicht, ja. Und das möchte ich einfach nochmal zur Diskussion stellen. Ich will auch äh, abschließend nochmal zur Diskussion stellen, ist so eine Preispolitik bei Edelmetallhändlern ähm, gerechtfertigt? Auch wenn ähm, ja, man sagen muss, dass man sich da vielleicht auf unbekanntem Terrain bewegt, ja, gerade was dieses BMF-Schreiben betrifft. Aber dann kann man es ja auch so wie machen wie zum Beispiel goldsilvershop.de, ja. Die haben einfach keine Anlagemünzen. Bis dahin im Angebot, ja. Oder aber auch, ähm, wer ist da noch darunter? Die Gussa zum Beispiel hat es auch so gemacht. Keine Silbermünzen im aktuellen Angebot, ja. Also laut dieser Liste stand 1.10.2022 um 16 Uhr. Mag sich mittlerweile vielleicht auch später geändert haben, aber das war halt so bis dahin der Stand, ja. Und äh, ja diskutiert es gerne, ist das wirklich notwendig und was heißt das im Nachgang? Soll. Wir, mein, wir können das ja mal theoretischerweise durchspielen. Nehmen wir mal an, das, das Schreiben ist dann äh, nicht irgendwie autark oder was heißt autark, also, ne, also äh, hat nicht echt sozusagen, schmälern sich dann die Preise wieder ab? Oder gibt es dann auch da Händler, die sagen, okay, ja, so 10% kann ich dann schon noch drauflassen? Hat das Ganze, egal wie man es dreht und wendet, ob das jetzt äh, das Schreiben echt ist oder ob das nicht echt ist ja aber hat es in gewisser Hinsicht in der Hinsicht was die Preispolitik betrifft nicht auch einen Schaden verursacht so dass man sagen muss dass Edelmetallhändler dadurch auch in der Lage sind ihre Preise etwas unabhängiger von dem Spotpreis zu gestalten das möchte ich auch gerne nochmal zur Diskussion stellen und wie gesagt ist es gerechtfertigt dass manche Händler so unglaubliche Aufgelder verlangen Diskutiert es gerne. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt freundlich zueinander. Das ist immer ein ganz, ein ganz wichtiges Thema. Ja. Es soll keiner hier denunziert werden und keiner beleidigt werden. Auch keine Händler bitte beleidigen oder denunzieren. Das ist einfach an dieser Stelle nicht akkurat und korrekt. Aber ich finde, man muss Dinge kritisieren dürfen. Ja, Ich finde, man muss Dinge ansprechen dürfen. Ich finde, man muss Dinge einfach zur Diskussion stellen. Ja. Also diskutiert es Gerne mit mir und mit allen anderen, und dann sehen wir uns unter den Kommentaren. Danke für eure Zeit. Kuss geht raus, viel Liebe, bleibt freundlich zueinander. Ciao mit V, euer Matze.